Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen Adventskalender, worauf ich tatsächlich schon ein bisschen gegeiert habe. Und zwar ist der Sephora Adventskalender hier und zwar ist das die Luxusvariante. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diesen krassen Kalender auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch in diesem Video wird es wieder eine Verlosung geben. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Und was du gewinnen kannst, sage ich dir im Laufe des Videos. Genau, das hier ist die sehr teure Version von dem Sephora Adventskalender. Ich habe den günstigen, der gar nicht so günstig war, hier oben schon ausgepackt. Da verlinke ich dir das einfach mal im i. Und das hier ist der Adventskalender für schlappe 109,95 Euro, glaube ich. Ne? 110 Euro müsste der gekostet haben. 25 Days of Surprises in a Luxury Set to reuse as you wish. Okay, also wir haben tatsächlich 25 Kläppchen und also 25 Überraschungen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt, denn erfahrungsgemäß sind hier ziemlich krasse Produkte drin. Genau, man müsste ihn erstmal öffnen. Dafür kann man die Klappe hochklappen. Und so schaut er dann aus. Ich finde das Design wirklich richtig schön, sehr luxuriös. Die Lichter spiegeln sich hier gerade auch sehr, sehr schön drin. Er ist wiederverwendbar, weil wir tatsächlich ja nicht Boxen, sondern sogar Schubladen haben. Ich stehe auf Schubladen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. So würde er tatsächlich in einem Regal aussehen. Die Schublade Nummer 1 beginnt mit einem Produkt aus ja, dem Sephora-Sortiment, denn auch Sephora hat eigene Pflege. Vitamins C und E, also Vitamin E und C als Produkt. Ich denke, dass es ein Serum ist. Ja, Super Serum Eclat, Ultra Glow Serum. Oh, das soll dein Gesicht dann entsprechend zum Strahlen bringen. Richtig cool. 30 Milliliter sind hier enthalten und hier hast du wirklich so eine Pipette. Und ja, da bin ich ja mal sehr gespannt, inwiefern das Serum dann auch wirken wird. Vitamin C bin ich immer super vorsichtig, wobei mir jetzt auch immer wieder in die Kommentare geschrieben wird, Mensch Claudi, probier's doch einfach mal. Hier oben ist ja, Schublade Nummer 2. Oh, wow. Wir haben hier ein Produkt von Natasha Denona drin und zwar Super Glow Extreme Shine Crystal Highlighting Powder. Ui, 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 ui. Das dürfte dann die Travel Size oder so eine Mini-Palette sein. Das ist die Farbe Light to Medium 2. Edel, oder? Ich meine, ja. Das, ja. Oh, wunderschön. Hat auch einen Spiegel mit drin. Okay, ja. Es ist intensiv. Und das ist, ja, schön ist das. Sieht man gar nicht so intensiv jetzt auf dem Arm, finde ich, ne? Hat auch so was leicht Rosé-artiges, aber gleichzeitig auch Champagner mit drin. Das finde ich, also ich finde es wirklich, wirklich schön. Ich glaube, in der Kamera kommt das bei weitem nicht so rüber, wie es ist. Mega. Hier ist die Schublade Nummer 3. Oh, von Respire ein festes Shampoo. Das ist dieses hier. Und das soll mit Mandelduft sein. 94% sind natürlichen Ursprungs. Und ja, hier haben wir hoch tatsächlich ein festes Shampoo drin. Riecht ganz angenehm, ne? Also ich persönlich verwende gerne festes Shampoo. Ich verwende das nicht jeden Tag tatsächlich. Das ist immer so dienstags und freitags, einfach um die Haare nochmal irgendwie ein bisschen silikonfreier durchzureinigen. Und das ist für alle Haartypen und das finde ich cool. Respire ist auch eine Marke, die hatten wir, glaube ich, mal in der Goodiebox drin, oder? Man findet wirklich gut die einzelnen Türchen. Hier ist die Tür Nummer 4. Irgendwas Rundes. Da fehlt ein Deckel, oder? Ne, der Deckel hat sich nach unten verabschiedet. Okay, so war es tatsächlich drin. Interessant. Hier haben wir von Too Faced ein Puder, das Peach Perfect. Und wir hatten auch letztes Jahr im Adventskalender ein Puder von Too Faced drin. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist ein Translucent Mattifying Loose Setting Powder. Ja, 3,5 Gramm haben wir hier enthalten. Und da freue ich mich drauf, das zu verwenden. Ja, fand ich ein bisschen witzig, dass der Deckel da drunter war. Aber hey, was soll's. Ist halt noch zu und wird verwendet. Too Faced, Leute, Too Faced, Natasha Denona, ich bin schon mal zufrieden, ne? Ich meine, ich habe 110 Euro dafür ausgegeben, das muss auch Kabam machen, das Ding. Schublade Nummer 5 ist, upsala, ganz schön klein und da geht auch schon die nächste direkt mit auf, aber hier ist irgendwas Längliches drin. Oh, Marc Jacobs,
Adlashton. Hm. 2,8 Gramm sind hier enthalten und ich denke, das wird eine Mascara sein, oder? Nummer 42, Black Hair. Okay, ja, es ist einfach eine Mascara von Marc Jacobs. Oh, das feiere ich. Richtig schöne Verpackung. Ja, das ist ein Kunsthaarbürstchen, was so kegelförmig nach vorne zusammengeht. Der Duft ist nicht so ganz umhauend, um das mal so zu sagen, aber ja, die meisten Leute interessiert es nicht unbedingt, wie eine Mascara riecht, aber mir ist es irgendwie schon wichtig, weil ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie so in der Nähe meiner Augen, in der Nähe meiner Nase, ne? Übrigens nicht über meine Nägel wundern. Ich bin noch nicht dazu gekommen, sie wieder zu machen. Nikolaus, aber ich glaube, Nikolaus ist nicht so bei Sephora, oder? Das kommt ja aus UK und da ist Nikolaus, glaube ich, nicht so wichtig. Oder ist das wichtig? Ich weiß es nicht. Wir haben hier etwas drin von Pixie by Petra und zwar, beziehungsweise Pixie Skin Treats, ein Retinol Tonic, 40 ml sind hier enthalten. Und das ist halt ein Toner, ne, fürs Gesicht, finde ich ganz cool. Das macht man halt nach der Reinigung drauf, bevor man sich ein Serum oder so aufgibt. Cool. Hier oben ist die Nummer 7 und sie ist wieder schön groß, aber da ist nicht viel drin. Nein, da ist nicht viel drin, da ist nur was ganz Kleines drin. Und zwar... Oh, von Tarte. Tarte ist Double Take Eyeliner. Den haben wir hier drin. Und das scheint mir dann auch ein... Ja, Liquid Eyeliner steht hier auch drauf. Nee, das ist hier einer zum Hochdrehen. Das ist ein Gel Eyeliner. Dann ist es... Ah, du hast einmal ein Pencil und einmal Liquid. Okay, krass. Schön. Und das ist halt einer... So ein Filzstift Eyeliner. Das finde ich ja klasse. Hier unten ist die Nummer 8. Irgendwie sind die kleinen Boxen oder die kleinen Schubladen fast schon cooler befüllt als die großen, oder? Ich weiß nicht. Hier haben wir drin von Laneige Water Sleeping Mask. 15 ml sind hier enthalten. Sowas kannst du auch einfach als Nachtcreme verwenden und dann über Nacht drauf lassen, morgens dann abwaschen und nicht so allzu dick auftragen. Ne? Also das ist so meine Erfahrung mit den ganzen Overnight Masks und so. Finde ich ganz cool. Water Sleeping Mask. Für Hydratisierung der Haut. Boah, die Nummer 9 ist riesengroß. Die ist riesengroß, Leute. Wirklich riesengroß. Riesengroß ist sie übrigens. Von Christoph Robin. Eine Aloe Vera Express Mask. Und das ist dann wohl für die Haare Hydrating Melting Mask with Aloe Vera. Das ist für alle Haartypen. Und das finde ich toll. Aloe Vera ist auch immer gut für das Gesicht, für den Körper, für die Haare, für alles. 75 ml sind hier enthalten. Es soll hydratisieren, repulp, also wieder aufplumpen und illuminisieren, also quasi Strahlkraft in die Haare bringen. Das finde ich toll. Ich weiß gar nicht, wie lange muss man das drauf lassen. Oh, 98% natürlichen Ursprungs sind die Inhaltsstoffe, das ist cool. Hier steht gar nicht drauf, für wie lange man das drauf lassen soll. Einfach leave on for several minutes, einfach für ein paar Minuten drauf lassen und ja, dann wieder durchkneten und dann einfach abspülen. Finde ich klasse. Klein, aber hoffentlich fein, ist die Nummer 10 hier oben. Da ist auch irgendwas Stiftmäßiges drin. Oh, von der Sephora Eigenmarke. Ein Lip Cream Lip Shine ist das. Und Leute, das ist ein Mauve. Es ist kein klassisches Rot. Ja, 03 Mauve Spirit ist hier die Farbe. Ich bin gespannt, was sich in der Nummer 11 verbirgt. Also bislang hatten wir echt nur coole Sachen hier, ne? Muss ich wirklich sagen. Ist ganz weit nach hinten gerutscht. Ah, Mercy Handy Hand Cleansing Gel. Ja, 30 ml, ne? Das scheint so eine Sonderedition zu sein. Hat auch irgendwie so Glitzer-Sparkles mit drin. Genau, das kann man aktuell ganz gut gebrauchen. Das ist so ein Handsaubermachvieh, während du unterwegs bist. Und ja. Ist ganz gut. Mit Aloe Vera Magic Diamond, a sparkling scent with magic vanilla powder extract. Oh, also das ist quasi magisch irgendwie. Mit Vanilleduft und einem sparkling scent. Ist es sparkling... Scent ist eigentlich Duft, ne? Ganz spezieller Duft. Läuft. Nummer 12 wäre normalerweise die Halbzeit, aber wir haben ja 25 Kläppchen. Oh, ich liebe ihn. Den 24 Hours Brow Setter von Benefit. Habe ich tatsächlich auch gerade drauf auf meinen Augenbrauen. Das tackert dir die Augenbrauen halt immer so geil fest. Ne? Da stehe ich total drauf. Und das ist eine Full-Size-Größe. Echt klasse. 3,5 ml haben wir hier enthalten. Und ja, das hat so ein Gummibürstchen. Die ist ein bisschen flacher.
Auf der einen Seite hat sie etwas längere Borsten und auf der anderen Seite etwas kürzere. Und damit bringt man halt wirklich seine Augenbrauen richtig schön in Form. Geil. Ja, Nummer 13 könnte jetzt Halbzeit bedeuten, oder? Quasi. Eigentlich so 12,5. Hier haben wir noch eine Mascara drin und zwar von Milk Makeup. Davon habe ich ja noch nicht wirklich was, ne? Eine Kuschmascara mit 3 Millilitern. Sehr, sehr interessant. Kusch. Wow. Also ich würde sie eher als Woom-Mascara bezeichnen, weil das ist ja mal ein richtig fettes Kunsthaarbürstchen. Wow. Also richtig viele Härchen da dran. Das greift dir jedes Haar. Die riecht tatsächlich sogar angenehm. Ja, die muss getestet werden. Finde ich geil. Nummer 14 ist auch wieder so schön groß. Oh, und ist auch was Großes drin. Oh, oh. Fresh Soy Face Cleanser for All Skin Types. Das ist ein Gesichtsreiniger für Gesicht und Augen. Und ja, krass, das macht sogar Mascara auch weg. Das ist ja interessant. The Multitasking Formula also works to tone, soothe and soften the skin for a radiant, healthy looking complexion. Also das ist tatsächlich auch, um dein Gesicht halt zu beruhigen und weich zu machen und zu tonen und so weiter. Das finde ich echt toll. Das finde ich coole Sache, ne? Was haben wir hier drin? 50 Milliliter. Die Nummer 15. In der 15 haben wir etwas von Erborian drin und zwar eine CC Eye Cream in der Farbe Clear. Das soll entsprechend Strahlkraft geben, die Augenkontur weich zeichnen und korrigieren. Also so eine Art Concealer, nur halt inklusive Pflege scheinbar. Das ist ja cool. 3 Milliliter sind hier enthalten. Ja, ne, zum Ausprobieren auf jeden Fall eine coole Sache. Die Nummer 16 ist wieder klein und enthält irgendeinen Stift oder sowas. Von Nude Sticks Magnetic Luminous Eye Color. Okay, in der Farbe Burnish. Das scheint dann so ein Kupfer zu sein und das sieht mir dann aus wie ein Creme-Lidschatten von Nude Sticks. Nicht schlecht, Herr Specht. 2,8 Gramm sind hier enthalten. Ja, ne? Cool. Packe ich jetzt aber nicht aus, weil der höchstwahrscheinlich in die Verlosung kommt. Denn mit Schlupflidern vertrage ich nicht so diese Creme-Lidschatten und so. Die Nummer 17 ist wieder in der unteren Etage. Oh, da ist aber was. Oh, Großes drin. Von REN Clear Skincare Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. Also das ist mit AHA Fruchtsäure, ist das glaube ich. 100 Milliliter sind hier enthalten. AHA Tonikum für tägliche Strahlkraft steht hinten drauf. Die Nummer 18 ist auch nach hinten gerutscht. Komm nach vorne. Na komm. Ach, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch drin, oder? Das kommt mir bekannt vor. Egyptian Magic All-Purpose Skin Cream. Also das ist so eine ägyptische Magie, sage ich mal, was man sich halt auf das Gesicht machen kann. Und hier haben wir drin, das ist eine ganz kleine Größe, 7,5 Milliliter in diesem kleinen Tiegel. Und das sollst du halt für alle möglichen Sachen verwenden können. Das ist so eine etwas festere Creme mit Olivenöl, um die Haut entsprechend zu hydratisieren. Dann mit Honig ist es auch. Und 100% natürlich Nourish Lips, Face and Body. Also das ist für die Lippen, fürs Gesicht und für den ganzen Körper. Also für alles im Prinzip, ne? Echt cool. Die Nummer 19. Oh, da ist eine Tube drin. Origins Ginseng Ultra Hydrating Energy Boosting Cream. 15 Milliliter sind hier enthalten. Ja, die Marke Origins kommt uns auch immer mal wieder vor die Füße. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Das hatte ich tatsächlich auch schon öfters mal so in der Look Fantastic Box oder so. Oder in anderen etwas so englischsprachigen Adventskalender mit drin. Und das ist eine Creme, eine Gesichtscreme, die du morgens und abends drauf machen kannst, die dir entsprechend Energie spenden soll und Feuchtigkeit in die Haut geben soll. Das finde ich cool, ne? Ui, wir sind schon im 20er-Bereich bei der Nummer 20. Und hier ist auch wieder was Großes drin. Mario Badescu Skincare Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water. 59 Milliliter sind hier enthalten. Mario Badescu ist auch irgendwie so eine ganz, ganz tolle Pflegemarke. Das ist ein Gesichtsspray mit Aloe Vera, Kräutern und mit Rosenwasser. Und Rosenwasser liebt mein Gesicht. Sowas kannst du dir eigentlich im Prinzip den ganzen Tag über aufs Gesicht auftragen. Ja. Und dich damit halt entsprechend mit Feuchtigkeit versorgen. Anytime, anywhere kriegst du dann Glow. Dewy Glow. Und es ist mit floralem Duft. Ja, wahrscheinlich wegen der Rose. Und Gardenia soll da auch drin sein. Nicht schlecht.
leaving a skin radiant and re-energized. Ja, strahlend und wieder mit Energie beladen. Boah, die 21 ist ja auch wieder richtig groß. Hä? Ist da überhaupt was drin? Ja, da liegt irgendwas unten drin. Von Patchology Mood Patch Chill Mode. Okay, das sind so untere Augenpatches. Ich habe da gerade irgendwas von Cannabisöl. Ja, mit Cannabisöl ist das krass. Was macht das? Soll dir die Augen, untere Augenpartie beruhigen. Und ich bin sehr gespannt, ob da auch dieses Muster drauf ist, oder? Das wäre ja witzig. Die Nummer 22, die letzte Schnapszahl. Ach, da drin. Komm raus. Winzig klein von Sunday Riley. Okay, das ist auch eine super hochpreisige Marke. Eis. Ceramide Moisturizing Creme. Okay. Und Sunday Riley ist echt teuer. Ich hatte das in einem anderen Adventskalender drin. Sage Lütken. 8 Gramm sind hier enthalten. Ja, und das soll dir entsprechend Feuchtigkeit ins Gesicht geben. Das finde ich cool. Und ich freue mich drauf, das verwenden zu können. Die Nummer 23 ist hier oben. Oh, da ist aber was Großes drin. So. Und noch ein Puder, das ist von Hourglass. Das Veil Translucing Setting Powder. Das finde ich jetzt geil. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, ne? Dass da, boah, geil. Einfach mal was von Hourglass drin. Das 2 Gramm sind hier enthalten. Ich meine, klar, wir haben 2 Puder hier drin, aber das finde ich nicht schlimm. Wir haben ja auch 2 Mascaren drin von Hourglass. Ah, jetzt so geil. Es ist so Luxus, Leute, ne? Es ist so Luxus. Oh, da ist einfach ein H drauf. Also ein Buchstabe H. Mega geil. Das soll so gut sein. Okay, 24 haben wir hier in der Mitte. Das ist ein kleines Türchen. Das ist irgendwie eine Lippe wahrscheinlich, wa? Nee, das ist noch eine Mascara. Oh, boah, Pat McGrath. Scheiß die Wand an. Die haben ja gerade Pat McGrath ein neues Sortiment aufgenommen. Fetisch Eis Mascara. Und das ist eine Full Size, Leute. Ah! Ich raste aus. Was haben wir hier drin? 8 Milliliter. Wow, das ist aber gar nicht mal so wenig, du. Fetisch Eis. Okay, das soll mir die Wimpern also ganz extrem machen. Bin ich super gespannt. Auch das ist ein Kunsthaarbürstchen. Das ist sehr gerade. Oh, die riecht aber nicht so geil. Die riecht sehr intensiv, ne? Das ist nicht so, das mag ich nicht so gerne. Aber 3 Mascaren, ja, aber dafür halt 3 geile Mascaren. Also Marc Jacobs, Pat McGrath und Milk ist vollkommen in Ordnung. Also damit komme ich, komme damit klar, ne? Kommen wir nun zum Highlight des Adventskalenders, die Nummer 25. Ich fühle eine Palette. Huda Beauty Ruby Obsessions. Oh mein Gott, ist das geil. Hier haben wir die dann auf den Fingern. Da sieht es schon mal richtig geil aus. Und sowas mit grünen Augen oder grün-braune Augen, die ich nun mal habe. Hammer. Boah. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, solche Töne habe ich noch nie gesehen, aber eine schöne Pigmentierung. Es ist schön cremig. Also das gefällt mir. Das finde ich wirklich hübsch. Mega geil. Also das ist wirklich das Highlight in der Palette. Das kann ich unterschreiben. Finde ich echt klasse. So, dann suche ich jetzt mal 5 wundervolle Produkte raus, die ihr in diesem Video auch gewinnen könnt. Es ist natürlich hauptsächlich Pflege, das ist uns bewusst, weil ich habe jetzt hier auch gerade einiges geöffnet und geswatcht. Da habe ich einmal von Patchology diese Eye Patches, dann von Ren den Toner, von Fresh den Cleanser, von Benefit den 24 Hours Brow Setter und von Respire das Shampoo. Wie gesagt, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich kann diesen Adventskalender für einen Preis von 110 Euro auf jeden Fall empfehlen. Ich blende dir auch mal ein, was der komplette Wert von dem Adventskalender ist. Und oder ich habe sie eben schon eingeblendet und was es quasi auch in wie vielfaches das ist von dem, was man dafür bezahlt. Ich finde, man hat ziemlich coole Produkte jetzt bekommen. Und Leute, ich packe euch übrigens auch nochmal den Lippi von Sephora mit dabei. Das hätte ich fast vergessen. Der wandert jetzt auch mit in die Verlosung. Genau. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalendern von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!